Willkommen auf gutscheinmagazin.de. Heute wollen wir euch ein wunderbares Projekt vorstellen. Das nennt sich nämlich gasglobe.com und damit kann man international, aber auch zum Beispiel in Deutschland, die Spritpreise vergleichen. Ich denke, viele von euch wissen es, in Deutschland sind die Steuern auf zum Beispiel Diesel oder auch Superbenzin sehr unterschiedlich im Vergleich zum Beispiel zu Ländern, die nicht in der EU liegen, aber auch im Vergleich zu Nachbarländern gibt es doch schon einige Cent Unterschied, manchmal auch ein bisschen mehr. Und man kann hiermit in einer Anwendung zentral überwachen oder anschauen, wie sehen denn eigentlich die Spritpreise auf anderen Teilen der Welt aus. Ich habe hier jetzt derzeit Diesel, also Euro und Liter gewählt. Nach diesen Einheiten sind jetzt hier diese einzelnen Daten und bei Deutschland gibt man jetzt zum Beispiel 1,40 Euro. Das ist jetzt nicht der Preis, der an jeder Tankstelle ist, das ist so ein Durchschnitt, der irgendwie erfasst wird, wie auch immer. Und man kann sich jetzt hier durchscrollen und sieht jetzt zum Beispiel Belgien, dort sind wir bei 1,38 Euro, aber bei Finnland hingegen sind es nochmal 9 Cent mehr, 1,49 Euro. Die einzelnen Unterschiede bekommt man hier wunderbar angezeigt. Ihr seht, wie einfach das zu sehen ist und da gibt es wirklich so ein paar Überraschungen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel bei den Kanarischen Inseln sind es gerade mal 1,05 Euro, also verdammt viel weniger, aber das kann man auf jeden Fall noch unterbieten. Ihr seht so, das meiste schwankt ja eigentlich so zwischen 1 Euro und 1,50 Euro, aber man kann natürlich hier noch ein bisschen was einstellen. Einstellung Nummer 1 ist erstmal die Kraftstoffart. Superbenzin und Diesel wird hier unterstützt. Lassen wir einfach mal Diesel und danach kann man den Kontinenten wählen. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika und Australien. Und wir nehmen jetzt einfach mal Asien. Da gibt es, glaube ich, die krassesten Spritpreise, also die sehr, sehr gering sind. Da schauen wir gleich einfach mal rein. Das Heimatland ist jetzt hier in diesem Falle Deutschland. Also das wird dann gleich auch angezeigt, obwohl wir hier den Kontinenten Asien gewählt haben, einfach als Vergleich. Und danach kann man hier noch wählen Euro. Aber zum Beispiel gibt es hier auch einige andere Einheiten, da das ja Ganze hier ja schon ziemlich international ist. Bei der Einheit nehmen wir einfach mal Liter, das haben wir ja auch an der Tankstelle, also nach Liter. Man kann sonst auch noch Gallone wählen, das ist aber ja halt für Nutzer aus anderen Ländern gedacht. Und wie ich es mir gedacht habe, oder ich habe es natürlich schon vorher mal recherchiert, sieht man hier oben gleich einen ziemlichen Schock, also für deutsche Verhältnisse, sage ich mal. In Afghanistan sind es gerade mal 32 Cent pro Liter, die bezahlt werden müssen. Armenien hier vergleichsweise für Asien noch teuer mit 88 Cent. Und ihr seht dahinter dann auch die Einheit, in der es dort vor Ort ist. Das wird dann aber in Euro umgerechnet. Aserbaidschan 50 Cent. Bayern 12 Cent pro Liter. Es ist also in Deutschland über 10 mal teurer. 10, 12 mal teurer ist alleine 1 Liter Diesel in Deutschland im Vergleich zum Bayern. Wirklich der Wahnsinn. Dazu muss man natürlich beachten, dort sind natürlich auch die meisten Ölfelder und natürlich ist die steuerliche Belastung auch weltweit ganz anders. Also in Deutschland sind ja sehr viele Steuern drauf. Hier seht ihr zum Beispiel nochmal Indonesien hier mit 40 Cent dabei und ich finde es ziemlich interessant, sich immer so durchzuklicken. Jedem 22 Cent, aber es gibt natürlich auch Ausreißer nach oben. Insgesamt ist Deutschland aber schon so mit am teuersten dabei. Es gibt, Finnland ist manchmal noch teurer, ja, Frankreich ist so circa auf unserer Höhe. Also man sieht dann auch mal ein bisschen was, was ein wenig teurer ist, aber der Bereich nach unten ist auf jeden Fall wesentlich größer, hier 40 Cent in Syrien, als der Bereich nach oben. Turkmenistan 17 Cent. Ich glaube, das geringste, was ich gesehen habe, waren mal 11 Cent. Ich weiß nicht mehr wo. Die Preise schwanken natürlich auch oft. Und gehen wir jetzt einfach mal nach Nordamerika. Ich glaube, da wird nur Kanada angezeigt. Und da sieht man jetzt hier zum Beispiel auch, da wundert man sich dann natürlich nicht, warum dort Riesentrucks rumfahren, die man in Deutschland gar nicht bezahlen kann und die dann in Deutschland ja meistens auch auf Gas umgerüstet werden. Das ist dann nämlich, ja, wie viel Prozent sind es? Auf jeden Fall eine ganze Menge im zweistelligen Prozentbereich günstiger. Ja, insgesamt finde ich die Anwendung ziemlich cool. Erstmal ist es ein super Recherchemittel. Man hat hier alle Informationen so auf einem Haufen und kann sich das anschauen. Im Internet wird man sich ja wirklich einen Wolf suchen, sowas rauszusuchen und rauszugoogeln. Zusätzlich ist das immer aktuell. Also das ist halt, ja, an der Börse wird natürlich Öl auch gehandelt etc. Und da entsteht natürlich jeden Tag oder auch jede Minute ein anderer Preis, den man sich hier anschauen kann. Und insgesamt ist das, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit, hier mal ein bisschen Transparenz weltweit zu schaffen und einfach mal zu vergleichen. Ja, wie viel zahlen wir denn eigentlich im Vergleich zu den Finnen oder sowas ähnliches? Ja, von uns gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde die Anwendung ziemlich interessant und kann die eigentlich jedem Autofahrer und auch sonst interessierten Leuten empfehlen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.